Hallo, guten Tag. Guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Whatever. Game of Thrones, Folge 4, Staffel 6. Book of the Stranger. Heißt die Folge? Hieß sie so? War da ein Buch in der Staffel? Oder warum heißt sie so? Weiß ich nicht mehr. Book of the Stranger. Ich überlege gerade, das hat irgendwie. Also der Name hat nichts mit der. Da war nichts in der Folge. Keine Ahnung. Naja. Ja, was ist denn passiert? Vieles. Wenig. Je nachdem, wie man es sieht. Ja, es ist halt so eine, war wieder so eine Vorbereitungsfolge für auf die nächste, für halt, Ja, wir genau. bereiten jetzt alles Genau. für Folge Ja. 9 vor, quasi jetzt schon Ja, langsam. das ist wirklich Es ist so. schon einiges passiert, aber nicht überall. Was war denn dein Highlight in der Serie? Der Folge jetzt. In der Folge, ja. Nicht in der Serie, in der Folge. Das Ende, schätze ich, Das war, Ende? ja, aber ich habe es ja schon, das hab ich ja gesagt, bevor es passiert ist, dass, ich hab gedacht, der Drogon kommt wieder, aber Ja. es geht um Daenerys, also Daenerys fand ich jetzt. Das, was ich mir noch erinnern kann. Das Beste an sich. Der Tyrion ist auch cool wieder gewesen. Aber da kommen wir später drauf. Also ich sag mal Daenerys als. Okay, ja, ich fand das auch cool und die Stelle, wo Sir Bolton den Brief an Achso, ja. Dings geschickt hat und das, also der Text, der Ja. war cool. Ja, es war ein Liebesbrief an Ja, Jon es war Snow. wirklich ein schöner Liebesbrief. Das war dein Highlight. Ja, fand ich schon. Okay. Weil das war ganz cool gemacht halt. Ja, wo, was war denn, wie ging die Folge denn los? Das war wieder mit Jon Snow, das war der Anfang, oder? Wo Genau. das Schwert da gelegen hat und der neue Lord Commander es genommen hat, sich angeguckt hat. Gefragt hat John, wo gehst du hin? Genau. Sagte John nach Süden. Welch Wunder im Norden. Ja, im Norden, da geht's halt nicht mehr. Ja. Ja, auf jeden Fall wollte er dann losziehen, quasi. Also nicht gleich losziehen, aber während die reden, kommen dann halt die Trompeten, dass irgendwelche Leute angekommen sind. Und es ist Sansa Stark Das war mit das Einzige. Brienne und mit dem anderen. Das war das Einzige, Knappen. was wir in dem letzten Recap nicht erwähnt haben, was Genau. passieren könnte. Das habe Ja, ich mir dann ein paar Tage später habe ich überlegt, ey, wir haben keine Sansa erwähnt. Und ja. genau das kommt dann auch. Wir haben Fast Travel dahin gemacht. Ja, Fast Travel. Ja, dann hat Joe komisch geguckt, what the fuck? Wo kommt die denn jetzt her? Dann haben sie sich umarmt. Ja. Und Sansa ist ja nicht ohne Grund da. Sie möchte Winterfell zurückerobern, weil Jon jetzt der mit einzigste, wo sie dachte, der jetzt wieder mittlerweile im Norden ist. Ja. Warden of the North ist, also der rechtmäßige König Ja, von Winterfell, John hat ja keinen Bock Lord mehr. von Er hat ja Winterfell, nicht gesagt, König. er ist müde von ganzen Kämpfen, was man auch irgendwie verstehen kann Ja. nach 5 Staffeln. Aber der hat nicht erwähnt, dass er gestorben ist und wieder lebt, gell? Glaub schon. Also sie haben es in der Serie, also in der Nicht Folge wirklich nicht gezeigt, gesagt. aber. Aber ich glaube, er hat es schon erwähnt. Nee, die denkt doch, dann bist du behindert oder so, die glaubt es doch nicht. Ich weiß nicht. Also mir kam das so rüber, als sie geredet haben da, wo sie beide da gesessen haben, geredet haben. Na, ich bin mir nicht so sicher, ob Ich er es wirklich glaube, gesagt hat. er hat es gesagt, aber Aber halt nicht nicht gezeigt. Ja, ich glaube, gezeigt. da hätte das. Ja, die hat doch bestimmt gesagt, bist du behindert oder so? Das geht doch gar nicht. Ja. Ich glaube, da geht alles. In der Welt geht alles Ja, irgendwie. natürlich, aber das weiß sie ja noch nicht, darum glaubt sie das. Ja, egal. Ich meine, also für mich kam es rüber, als hätten sie es ihr gesagt. Oder hätte er ihr es gesagt, wie auch immer. Okay. Ja, gut, auf jeden Fall möchte sie, dass John ihr hilft, den Norden zurückzuerobern mit den Wildlings. Wo wir dann, da können wir jetzt auch gleich kurz, irgendwann kommt später nochmal eine Szene, da essen sie zusammen und da kam dann der Da Brief, kam den du dann der erwähnt Brief, hast. genau. Ein sehr netter Brief, hat Ramsay hat geschrieben, dass er seinen Bruder hat und so weiter und dass halt ein paar Beleidigungen, ein paar Mal Bastard ist gefallen und dass er seine Schwester vergewaltigen lassen will von allen Soldaten und dann und so weiter. Da ging es nur ums Ficken, die Folge. Ist dir so aufgefallen? Ja, Gut. stimmt. Ja. Ja, hast recht. Ja. Ja. Außer beim, ja auch bei ihm, beim Littlefinger ging es ums Ficken, weil der andere, der steht ja auf die Sansa, auf seine Cousine. Ach stimmt, der Kleine da, der, Ja. dieser, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Der war letzte Staffel, aber nur am Anfang war der kurz da, gell? Dann sind sie ja dann nach Winterfell geritten, Littlefinger und Sansa, und Genau, und dann dann hat wurden man sie den nicht mehr überfallen, aber gesehen. der hat es ja mit Ja, Absicht gemacht, der genau. Littlefinger. Es war aber cool, dass er jetzt wieder da ist. Wie heißen die Arryns? Die Arryns. Ja. Ja. Ja, Dann sorry, hat das Littlefinger kleines Muttersöhnchen halt. wieder gedreht, wie er es halt immer macht. Ja, Ja, das war das aber kann. einfach beim kleinen Kind. Also da hatte Ja. Varys schon mehr gemacht. Und bei dem sowieso. Und dass sie halt jetzt Sansa helfen. Aber da kommt wahrscheinlich auch irgendwie was, dass Littlefinger wieder gut dabei rauskommt. Sonst würde er es ja nicht machen, oder? Sagen wir mal so, das sehen wir nächste Folge. Spoiler. Ja, du hast die Promo geguckt, ich nicht. Ich sage ja nicht, was passiert, aber man sieht nächste Folge, dass irgendwas passiert. Ja, wie gesagt, er will es nicht machen, wenn er nicht selbst das bei ihm rausspringen wird. Genau. Also, Hier der Zwiebelritter, wie heißt er nochmal?
Wer? Der Zwiebelritter, der Davos. Davos. Ja, das ist ja Davos. Ist ja cool zu verfolgen. Ja kurz mit der Melisandre. Wie fandest du das, dass die jetzt einfach sagt, hier, ich folge jetzt John, weil der ist der richtige Prinz, scheiß auf Stannis. Ja. Ich finde das ja Davos ja nicht so geil. Sie denkt ja, oder man geht davon aus, dass Stannis tot ist. Und aber Brienne hat es ja auch confirmed quasi. Sie ist aber hingegangen, ich habe den exekutiert und ist wieder gegangen. Ja, er hat gesagt, ich vergesse nicht, was du gemacht hast mit deinem Blutzauber. Und ich wollte es gerade sagen, man kann ja auch Arschloch sein und einfach sagen, ey. Ja, die Brienne ist doch nicht so. Ich weiß nicht. Mal abwarten. Abwarten, das weiß man nicht. Ich sage immer noch, er ist nicht tot und er kommt irgendwann wieder. Aber, keine Ahnung. Und dann kommt so ein Plot. Dann kommt das so ein Plot. Ja, wieso? Für die Melisandre ist ja schon wichtig. Da kommt so ein Plot-Twist. Dann kannst du dich nicht entscheiden, wer der Prinz ist. Und dann Vögel zu beide und dann der Beste. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ich habe leider keine Rose Vögel, für dich. Der ist der Prinz. Ja, das John hat ja einen Vorteil, der ist jünger. Aber vielleicht ist der andere erfahrener, ich weiß es ja nicht. Ich meine, John war schon tot, der hat alles erfahren. Das kann auch sein. Ja. Stannis dann auch, aber... Ja, wie gesagt, ich glaube es noch nicht, dass er tot ist. Weil viel kann man sagen, vor allem wenn dann die Gegner vor einem stehen. Und dann würde ich auch blöffen, nenne ich es jetzt mal so. Es sind ja keine Gegner mehr, weil sie ist ja jetzt ja, Dings von Sansa. Aber sie mag Sansa sagt, das die ist Melisandre gut. Ja nicht, wirklich. Die mag keiner wirklich. Das ist, ich glaube, die ist nicht so beliebt, weil sie so eine Zauberin ist, so eine Hexe quasi. Ja, ich glaube, Hexen mag man nicht. Die mochte man früher schon nicht, die macht man, mag man auch in der, dem Universum nicht. So ist also, das. Ja, kann sein. Ja gut, ich nehme an, die reiten dann jetzt, weil John angepisst ist, mit den Wildlings dahin und dann halt noch mit Littlefinger. Ja gut, Sansa hat ja erwähnt, weil sie Starks sind, wenn sie andere rufen, dann würden die kommen nachher. Ja, dann kommen ja schon automatisch vom Littlefinger. Ja, die, aber ich denke mal im Norden, gibt's noch die Ambers, weiß nicht vielleicht. Die Karstarks, Boltons. Ja, ich denke, da werden noch ein paar Freunde irgendwo auftauchen und denen dann helfen. Wenn nicht, macht's The Ghost. The Ghost? The Ghost. Der killt eh alles, der killt Ramsay. Ist so. Ein Reek killt Ramsay. Der ist doch jetzt gerade, können wir einen kleinen Bogen schlagen, der ist doch jetzt erstmal wieder zurückgekommen, hat von seiner Schwester aus dem Maul bekommen quasi. Verbal. Ja, er ist jetzt wieder zurück, zu Hause. Ja, seine Schwester sagt, er soll keine Pussy sein und was er eigentlich will. Sie denkt ja, er ist jetzt zurückgekommen. Boden zu beanspruchen. Genau. Ja, und weil er gehört hat, sein Vater ist, also nicht sein Vater, der Dings ist tot. War das sein Vater? Das ist sein Vater. Sein Vater ist tot. Vater. Und jetzt ist gerade dieses Council da, also diese Abstimmung, weil die werden ja nicht nach Rangordnung gewählt, sondern nach Abstimmung. Ja. Demokratisch. Ja. Trotzdem manipuliert wahrscheinlich. Dann denkt die halt, er ist deswegen da und dann sagt er, nee, ich möchte, dass du die Iron Islands, so wie die heißen, regierst. Aber ich meine, das wird wahr sein. Ich denke nicht, dass der irgendwas... Der hat zu viel miterlebt, um jetzt noch irgendeine Scheiße zu machen. Nicht mit seiner eigenen Familie zumindest. Nee. Und dann ist sie doch beruhigt, dass er da ist. Also er möchte ihr helfen. So. Ja. Und leben wollte halt auch noch. Weil er könnte was anderes. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie Sansa helfen, aber also Reek, nicht seine Schwester. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Mm-mm. Das könnte ich mir nur vorstellen, aber. Reek kann doch gar nicht mehr kämpfen, richtig, der Entdeckter. Ich meine ja nicht er, sondern dass er irgendwie was dreht mit seiner Schwester und sagt, ey, hilft der. Aber ich glaube nicht, dass das kommt. Glaube ich auch nicht. Weil die waren ja irgendwie nicht Brüder. Ja. Nee, verwandt sind sie nicht, aber die sind ja miteinander aufgewachsen. Ja, deswegen. Gut. Aber ich denke. Sansa mochte ihn am Anfang mehr als Jon. Ja, deswegen. Aber ich denke es nicht, dass es passiert. Ich glaube, das war sogar noch im Buch. Zumindest hat es jemand in den Kommentaren geschrieben, dass das, was die Iron Islands angeht, noch im Buch war. Also ist es eh schon fest. Wie gesagt, habe ich. Ja. Mich hat da eh noch interessiert, was hauptmäßig abgeht. Weil das ist ja genauso wie bei den Lannisters jetzt, die High Sparrows, das hat ja nichts mit dem Rest zu tun. Ja. Es ist schön, dass die jetzt in King's Landing... Ich meine, was war denn eigentlich mit denen hier? Das war in der ersten Folge, diese aus dem Westen da, die... Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die Martell. Die, wo jetzt die Königin noch... Nicht Martell, wie hießen die Martell sind die... In dieser Wüste da leben. Achso, du meinst die Wipers, die Santa. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Sandvipern oder so heißen die. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die waren in der ersten Folge. Ja, dann die Frauen haben doch dann diesen Krüppel da gekillt. Ja, kommt da noch was? Ich hab dir doch einen Link geschickt. Aus dem neuen Buch. Da ist doch jetzt Stannis noch am Leben. Ja. Und bei denen. Wie, weiß man nicht, aber... Okay, das habe ich überlesen anscheinend. Oh, sorry. Ja, ist egal. Spoiler, Stannis lebt im Buch noch. Das ist ja im Buch, das ist mir egal. Das ist ja ein anderes Universum. Genau. So. Ja, aber nee, das wundert mich nur. Das sind ja schon vier. Das war doch die vierte Folge, ne? Ja, seitdem waren die nicht mehr da. Seitdem war nichts mehr da. Die müssen ja jetzt erstmal chillen. Müssen erstmal chillen.
Mir ist wahrscheinlich aufgefallen, scheiß auf die. Wir müssen erstmal lieber die High Sparrows wieder zeigen, also die Sparrows da. Die High Sparrows, die... Ja, können wir auch gleich sagen. Die Königin hat jetzt ihren Bruder getroffen, oder das war der Plan vom High Sparrow. Mhm, damit sie dem High Sparrow hilft, ihren Bruder endlich dazu zu bringen, zu gestehen, damit... Ja. Genau. Genau, das hat sie dann gemacht. Sie hat gesagt, nee, bleib stark, wir schaffen das. Bitte nicht. Ja, dann hat er angefangen zu heulen und gesagt, nein, ich kann nicht mehr. Ich bin schwul, hat er gesagt. Was auch immer sie ihm angetan haben. Und sieht man ja nie, ne? Die liest einfach nur aus dem Buch vor, der weint dann bestimmt so, nein, das tut bestimmt so weh. Ja, was, die eine hat der Marjorie nur vorgelesen. So. Ja. Und hat ein paar Mal geschlagen, wenn sie dazu gehört. Vielleicht war sie dabei noch nackt. Confess. Sie war nackt und hat... Welche von beiden? Die Tussi, ja, die ja, Oma die, da. Die Bekloppte da. Nee, die will ich keiner sehen. Ja, deswegen ist er ja auch durchgedreht. Man weiß es nicht so genau. Ja. Haben wir noch was? Natürlich haben wir noch was. Was haben wir denn nicht vergessen? Was haben wir jetzt Wichtiges vergessen? Wir können noch in King's Landing kurz bleiben. Wir müssen dann noch mal über Tyrion reden und so weiter. Ja, in King's Landing können wir kurz noch bleiben, wenn wir jetzt schon da sind. Ja. Dass der Tommen, was in der letzten Folge war, was der High Sparrow mit ihm gesprochen hat, hat er seiner Mutter erzählt und seine Mutter hat gesagt, ja, ich behalte es für mich, rennt dann aber direkt zum Council. Das war mir klar. Das Small Council, wo dann halt die Mutter, also von der Marjorie ist, Tyrell, ich weiß nicht, wie die andere Tyrell heißt. Wie heißen die? Da ist nur die, warte, ich mach mal auf hier. Auf jeden Fall die Mutter von ihr und dann die Cersei sagt ihr dann, dass die Olenna. Nee, oder? Nee. Doch, das ist die Olenna. Ja. Dass die Cersei dann zu ihr sagt, dass die Marjorie ihren Walk of Shame oder wie das heißt macht, also was die Cersei gemacht hat, ja, machen soll. Ja, sie soll das auch machen. Genau, ja. Und dann so, da hat die gesagt, nein, that cannot happen und dann kommen sie quasi jetzt schon mal kurzfristig auf einen Deal zusammen, dass einfach, also beziehungsweise mit kurzfristig, die haben das ja schon geplant, der hier Commander of the Kingsguard soll sich zurückhalten, der Onkel von der Cersei. Soll sich zurückhalten mit seiner Armee, während dann die Tyrells mit ihrer Armee kommen und dann den High Sparrow stürzen sollen, bevor sie diesen Walk of Shame angeht. Genau. Das am besten sollte so schnell passieren, dass keiner was merkt. Dann ist ja, Tommen auch glücklich, so wenn er seine Frau wieder bekommt. Ja. Special Force mäßig. Kommt SEK. Ja, ja. Und dann mal schauen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wie wir Game of Thrones kennen, aber... High Sparrow weiß schon, der hat bestimmt auch so seine Spione, seine Kinderspione im Schloss oder sowas. Mhm. Und der weiß schon Bescheid. Ja, da gibt's jetzt mehrere Kriege. Einmal Winterfell, oder was heißt Kriege? Winterfell wird ein Krieg. Dann das wird Folge 9, sag ich. Ja, King's Landing wird's einen Push geben. Mhm. Jetzt nicht vom König, aber von dem High Sparrow. Ja. Das sind so die zwei. Und dann gibt's halt jetzt noch die neue Armee von der Targaryen. Ja, das machen wir am Ende, denke ich. Ja, ich sag's nur mal. Das sind jetzt schon mal drei Sachen, die kommen. Ich weiß nicht, bei Targaryen weiß ich nicht, wie es weitergeht, aber das kommen wir später so. Wie es halt sonst immer weitergeht. Die lässt die dann jetzt wieder im Stich, geht zurück zu den anderen. Oder geht mit denen zurück zu den es anderen. Kommt, nee, der Droge so viele kommt. Schiffe gibt's, glaube ich, gar nicht. Droge kommt und fliegt sie wieder woanders hin. Zum nächsten Dings. Ja, dann gucken die wieder dumm. Ich glaube, die Daenerys kommt dann einfach und wiped einfach ganz Westeros weg. Die müssen auch gar nichts machen. Die könnte einfach... eine Brücke bauen mit Leichen aus den Leuten, die sie gerade rekrutiert hat, einfach rüberlaufen. Ja, das stimmt, keinen Drachen mehr hätte. Das stimmt, aber braucht sie keine Schiffe. Gut, dann gehen wir noch kurz nach Meereen. Der Tyrion hat die drei Städte da, also Maester von den drei Städten, ja. Oh, shit. Eingeladen. War nicht mit Absicht. Dass sie auf die Tastatur ist. Nee, war nur hier. Die drei Maester aus den, die Hauptmaester, aus den anderen mal, die, Städten die da. Politischen Anführer eingeladen, um mit denen einen Deal zu diskutieren. Er bietet den an, ihr dürft 7, also wegen der Sklaverei, ihr dürft 7 Jahre weiterhin Sklaven betreiben, bis dahin müsst ihr es aber langsam ausgliedern. Das heißt, die haben eine Übergangszeit, dass die halt dann Berufe machen und so weiter. Ja, also er hat denen erklärt, er ist ohne Sklaverei reicher geworden als die jetzt mit. Ja. Und ist so, aber das sind Lannisters. Ja, die leihen sich einfach Geld und geben es nie zurück von der Bank. Das haben wir auch schon gelernt. Und dann sagen die, überlegen die halt, dann kriegen die halt noch 3 Huren. Und dann ist der Deal settled. Also ich weiß nicht, ob der settled ist. Tyrion ist ja einfach gegangen. Ja, aber ich denke, der kennt es ja noch von Westeros, wie das da politisch abgeht. Ich denke, das nehmen die an. Mit Huren geht's immer. Ja. War ja in Westeros auch schon so bei dem. Ja, ist so, ja. Und mal gucken, wie das weitergeht. Ich meine, die akzeptieren das, aber die Grey Worm und die andere Sklavin da sind dann nicht so von begeistert, weil die halt länger Sklaven waren, aber der Tyrion sagt, komm, halt's Maul. Ja, gut, das mit den 7 Jahren, das wird eh nicht passieren. Da wird irgendwas
kommen, keine Ahnung. Ja, ich glaube, die haben das jetzt einfach so gemacht, damit man den Plot jetzt einfach mal sein lassen kann. Ja. Damit es jetzt dann die Daenerys, was wir dann danach gesehen haben. Ja, vor allem, dass die Harpyien mal Ruhe geben, haben sie das jetzt auch mal gemacht. Ja, genau. Da konzentrieren sie sich. Also ja, genau, und die sollen den Harpyien-Support einstellen, den sie ja nicht haben. Den sie nicht haben, offiziell. Ja, jetzt wird wahrscheinlich erstmal da Ruhe einkehren, dann wird der Tyrion da vielleicht mal ein bisschen aufräumen, was weiß ich. Mhm. Dann kommt Daenerys wieder zurück. Vielleicht. Nein. Vielleicht geht's auch in den Norden. Und rekrutiert dort Wildlings oder so ein Scheiß. Nein, die Wildlings, die kommt mit dem White Walker. Mit den White Walkern, genau, da kommst du dann. Meister nach. Halt. Gut, wen hat man nicht? Bran hat man nicht gesehen. Achso, Ramsay hat ja noch was. Ramsay hat einen Apfel gegessen, da habe ich mich gestern gespoilert. Ja. Normal wäre die Folge gestern schon gekommen hier, dieses Recap. Ja, deswegen wollte ich ja gerade sagen. Wir waren gestern weg, wollten es dann abends machen, aber wir waren zu kaputt. Beziehungsweise dachte ich auch, wir kommen ein bisschen früher heim. Also von der Fahrt her meine ich. Aber ich wusste nicht, dass wir 2 Stunden statt einer Stunde fahren. Ich wusste nicht, dass wir überhaupt ankommen, also habe ich nicht mehr gedacht. Ja, ich dachte schon im Hinweg, dass wir sterben. Also. Ja, wirklich habe ich es eher gedacht, Alter. Ja? Ich weiß auch nicht. Ja gut, aber auf der Autobahn ging's. Ja, da muss man nicht anfahren. Und er ist langsam gefahren. Nicht so wie im Hinweg. Vor allem, wenn man dann nicht so macht bei 160 oder so. Wenn man ganz links ist, in der linken Spur auf der Autobahn, dann einfach runterbremst, weil, oh, da ist ja 130 und hinten dran ist einer, der dann rechts ausweichen muss. Ich habe gerade aufs Handy geguckt, ja. Ich habe nach rechts rausgeguckt, aber ich habe nur den rechts dann vorbeifahren sehen. Guckst du, was Neues gibt, auf einmal bremst der, Vollbremsung auf der Autobahn. Auf der linken Spur, wie du sagst, ich mir, what the fuck? Ich dachte, wir sind tot. Gut, aber wir dachten, wir könnten die Folge nicht sehen, wollten wir damit sagen. Ja, das auch. Aber das wir haben sie jetzt heute Morgen geguckt, also dienstags morgens, morgens. Morgens. So, als wir fit waren. Ja. Darum. Ja, tut's mir leid. Ich wollte es noch bringen gestern, aber das macht ja jetzt nichts. Nö, das ist ja jetzt da. Nächste Woche wird schlimmer, da müssen wir dann am Ende was dazu sagen. Da bist du ja schon im Urlaub. Ja, eben. Wie? Okay, warte, Moment, das machen wir später. Gut. Haben wir. Natürlich haben wir nicht alles abgearbeitet. Ein Bolton wollte ich gerade sagen. Ramsay, ja, Bolton. Ist ein Apfel. Genau. Darum habe ich das auch gesagt, dass wir gestern nicht da waren. Gestern war ich dann kurz weg und da habe ich halt Twitter durchgedingst und da wurde ich gespoilert in der Folge. Ich habe es dir dann gesagt, wie kann man... Ja, das war doch ganz... Das war doch das ist schlimm, mir scheißegal. Oder? Ich bin vorhin auf YouTube rumgeskippt, habe Bilder gesehen, gell? Und das hat mir schon gereicht. Das waren zwar auch keine wichtigen Bilder, aber bevor man Game of Thrones jetzt sieht, geht man nicht ins Internet. Auf jeden Fall habe ich dann die Leute gespoilert, die dabei waren, dass Ramsay ein Apfel ist in der Folge. Damit haben wir recht, das haben wir nämlich noch vergessen. Ja. Yeah. Ramsay ist ein Apfel und diese Whiteling, die hat bestimmt auch einen Namen mittlerweile. Die halt Osha, oder? Osha. Die ist auch Osha. Ja, Osha. Osha, okay. Die Osha ist jetzt tot. Nein, die Osha, die hat ja Bran und Rickon geholfen im Auftrag von den Starks, bla bla. Und will dann jetzt auch Ramsay töten, indem sie ihm halt schöne Augen macht. Ich meine, ich wusste das. Körperlich und verbal. Ja. Ich wusste, dass sie ihn nicht umbringen wird, aber dass sie dann abgestochen wird. Ja, das ist Ramsay. Ja, aber ich hätte es halt gedacht. Auf jeden Fall sagt sie, sie hat keinen Bock auf die Starks, sie musste das nur machen und so und jetzt hat sie den Rickon mitgebracht, damit jetzt einen neuen Herrn kriegt oder so. Sie wollten verkaufen. Genau. Und so hat Ramsay erstmal mitgespielt und dann irgendwann sagt er ihr so ins Ohr, während sie gerade schon am Zugange ist auf seinem Schoß, dass er gehört hat, wie sie die gerettet hat und was sie erreicht hat. Der Ding ist der Reek. Der Reek hat es erzählt, genau. Der Reek hat es erzählt. Fionn, Greyjoy, so. Ist der Name gerade entfallen. Reek kann ich mir gut merken, aber Fionn ist schon vorbei. Das ist ein Freund, der Reek heißt. Ja, deswegen. Gut. Ja, der hat es ihm erzählt und dann... Ja, dann wollte sie halt gerade nach dem Messer greifen. Ja, dann wollte sie gerade nach dem Messer greifen. Ramsay schneller, pam, hat mit seinem Kampfdolch in den Hals gestochen und das war's. Dann hat er da gesessen und hat einen Apfel gegessen. Darum, Apfelessen ist gleich Arschloch in jedem Film. Die hatte viel Screentime in der Staffel. Joscha. Am Ende von der letzten Folge. Gibt bestimmt trotzdem eine Million. Ich habe keine Ahnung. Nein, so viel kriegen die nicht, aber die werden schon gut bezahlt, glaube ich. Dafür, dass sie sterben dürfen. Kriegen bestimmt noch mal so eine Todesprämie. Schon dann zweimal vielleicht. Oder dreimal, wenn irgendwie auf der Stirn. Nee, mal gucken. Nee, der fand's gut. Ich meine, das war wieder typisch Ramsay. Das ist einfach ein Arschloch. Ja. Der muss immer noch qualvoll sterben. Das war ja, bevor er dann den Brief geschrieben hat. Den Brief hat er dann wahrscheinlich danach geschrieben. Einfach so. Ja, da war der schon unterwegs. Oder ich glaube, der war auch unterwegs. Ja, stimmt. Ich meine, was benutzen die denn? Die benutzen noch Raben als... Nee, der ist doch angeritten gekommen. Ach stimmt, das war ja der mit der weißen Fahne da, gell? Yes. Ah ja, stimmt. Der hätte einfach umbringen können. Ramsay hätte ihn umgebracht. Wenn einer von den Starks mit einer weißen Fahne kommt, ist der tot. Ist so. Dann wird die rot, gell? Oder er wird nicht mehr gehen gelassen, der kommt auch in den Dungeon.
In den Dungeon, genau. Dungeon. Ich fand das auch witzig, wie es da stand, Dungeon. Ja, der Ramsay. Der Ramsay. Dann, so, gehen wir kurz zu Sir Jorah und wer ist der andere? Ach, der stimmt. Der junge Stefan. Ja, genau. Heißt. Die hat man ja dann gesehen. Die hat man ja dann gesehen, wie sie da... Ich finde den Namen gerade nicht. Grey, nein. Nicht Grey. Jorah Mormont ist das. Ja, der Alte ist das. Aber wie heißt denn der Jüngling? Hm. Oh, nee. Und der andere halt. Der andere. Schwächer, aktueller. Ja. Der bald stärker. Dann hat man dann gesehen, wie sie da rumgelaufen sind. Und waren. Nee, sie haben ja schon das Ding entdeckt. Ja, das haben wir noch nicht erwähnt, oder? Nee, nee, sie da schon rumgelaufen sind, wussten die das doch schon, wo das ist. Ja, aber ja klar, man hat sie doch gesehen, wie sie da so laufen. Und dann hat man sie von der Aufnahme gesehen, wie sie dann da hingekrochen genau, sind. Genau. Und dann haben sie gezeigt, aha, guck mal, da ist die Stadt. Die haben jetzt dieses Tallager, Stadt, ja. Gedöns gefunden. Ja. Und dann haben sie gesagt, wir gehen rein, aber ohne Waffen, denn wenn man als Händler dort erwischt wird oder gesehen wird, wird man nicht gleich umgebracht. Hat sehr gut funktioniert, weil ja, sehr die gut. werden dann nachts erwischt bei einer Orgie von denen, Karl. Der Typ übrigens hat dann auch gesehen, dass der Jorah. Ja, das war ja stimmt. Diesen Dings da hat, diesen Virus da hat. Stone Skin oder wie das heißt. Ja, diesen Zombie-Virus nenne ich ihn jetzt einfach mal. Den hat er und dass er dann gefragt wurde, ja, weißt du, was passiert? Er hat gesagt, ja, ich weiß, was passiert. Und das war es eigentlich mit der Szene. Danach wurde. Genau, war es halt nachts und die sind schon reingeschlichen. Dann hat man kurz gesehen, dass seine Orgie war. Genau, das machen die anscheinend immer. Ja. Yeah. Und dann sind sie halt durchgeschlichen und dann kamen halt zwei von diesen, die halt keine abbekommen haben wollten, keine, oder miteinander, weiß man ja nicht. durch eine Gasse und dann sagte Jorah, ah ja, hier, wir sind ein Händler. Der so klein, nein, seid ihr nicht. Und dann wollten sie es umbringen. Der eine haut ab, wollte Bescheid sagen, bla bla. Der eine Stecher von der Daenerys rettet dann kurz Jorah mit seinem Dolch, den er doch mitgenommen hat. So typische Seriensätze halt. Ja. Er wollte seinen Dolch nicht zurücklassen, bla bla. Es war ja klar, dass er den mitnimmt. Also. Ja, klar. Dann sieht man noch die Daenerys in dem. Das ist der beste Titel. Kloster. die Daenerys in dem Kloster, wo sie nochmal erklärt bekommt, dass sie entweder hier bleibt oder was anderes mit ihr passiert. Das hören wir dann gleich, als sie dann beim. Der Veranstaltung da ist. Genau, da hat sie ja gesagt, was, sie muss pinkeln oder was? Stand nee, sie braucht neues Wasser. Achso, ja. Wasser holen, dann kommt New da Water, hast du gesagt, genau, klar. Dann freundet sie sich mit einer an mit ein paar dummen Sprüchen und dann sind schon Sir Jorah und der Stecher. Rein zufällig stehen die dann da in dem Gebüsch. Das hat mich ja angewundert. Ja, sind halt dann da und dann sagt, komm, wir flüchten. Und die sagen dann, da sagt die Daenerys, nee, ich habe eine bessere Idee. Ja, die mit ihren Ideen. Da habe ich gedacht, Drogon kommt wieder in der Folge. Aber dann habe ich mir gedacht, wie denn? Soll sie ein Pfeifen und dann kommt er? Oder so ein Hund. Oder die so Jedi-Kräfte jetzt so? Oder die Macht? Nee, der kommt noch, aber nicht jetzt. Und das habe ich gesehen. Es war schon sinnvoll gewesen, dass da Drogon das macht, aber das war auch wieder sehr realistisch, wie das geklappt hat. Keine Ahnung, war da irgendwann überall Öl auf dem Boden? Das habe ich dir doch gesagt. Liegt da Stroh oder sowas? Warum brennt da jetzt auf einmal alles? Mit Stroh verbreitet sich Feuer nicht so super schnell aus. Nee, auch, das auch nicht, aber keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist dann dieses Trial da für sie. Die wollen es halt schon, die wollen so schon rumreichen und was weiß ich. Also erstmal ficken alle, die im Raum waren, sie, dann alle Blutsoldaten. Blutsoldaten und dann die, und dann Pferde, die Pferde. Dann die Pferde, ja. Dann sagt sie, nee, wie wär's, wenn ihr sterbt? Ja. Schmeißt das Ding um. Also ja, das ist so Feuer. Sie nimmt das Ding ja erstmal in die Hand, das Feuerdings, was ja heiß ist. Ja, dann gucken die erstmal, what the fuck? What? Und dann schmeißt sie das halt hin und die kriegen alle Panik, wollen raus und natürlich war die Tür verschlossen. Genau, weil von außen und der Stecher die Tür abgeschlossen haben. Mit so einem Holzbalken war das ja. Und ja, dann sind sie halt alle gestorben. Tür ist verbrannt oder ist auseinandergefallen, ist sie rausgekommen, war nackt. Aber jetzt, sie hat ja vertraglich eigentlich. Ja, und sie hat ja mal gesagt in einem Interview, sie macht das nicht mehr. Sie zieht sich nicht mehr aus. Also, hast du nochmal einen 100.000er dazugekriegt? Würde ich mich auch rausziehen. Kannst du in der ersten Staffel und jetzt die vergleichen? Kannst du ja mal recherchieren, kannst du die auch einfügen. Ob das dieselben Brüste sind, ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht war es auch ein Buddy-Double, man weiß es nicht. Aber ich glaube, jede weibliche Darstellerin, sie war ja schon nackt, aber selbst wenn nicht, muss sie irgendwann nackt gewesen sein, dann wäre das jetzt der günstigste Zeitpunkt gewesen. Weil es gab schon irgendeine weibliche Darstellerin außer Sansa, weil sie noch nicht 18 war bis jetzt, deren Brüste man noch nicht gesehen hat. Nee. Ach ja, ist jetzt glaube ich auch 18, also die Schauspielerin. Nee, ich glaube, die ist 17 oder so, die ist damit mit 10 angefangen. Sollen wir mal gucken.
Achso, das sieht man ja dann nicht. Nee, ich hab das irgendwo mal gelesen, dass sie jetzt schon 18 ist. Ja, lass gib oben ein, ich kann eingeben. Achso, ja. Weißt du, wie die heißt? Ja. Ach, stimmt, die heißt so. Maisie Williams. Ist sie schon 18? 97, das heißt, die ist jetzt 18. Nee, doch. Doch, ja. Nee. Ja, aber na gut, das wird nicht passieren. Ich meine, nein. Weiß nicht, vielleicht ja doch, aber die ist ja jetzt eh... Die war nicht in der Folge, kann man auch mal sagen. Ja, genau. Darum frage ich mich. Das war die erste Folge, wo sie jetzt nicht dabei war, oder? Die ersten drei warst du dabei. Genau, warum frage ich mich ja, warum dieser Tom Blabla, der Hacker, Chagar, ja. Dings bei den Rocket Beans ist, wenn er gar nicht in der Folge ist. Stimmt, geil. Nächste Folge kommt er wieder, nämlich. Stimmt. Spoiler. Aber diese Folge ist er nicht da. Das kann ich auch mal sagen für diejenigen, die es interessiert. Morgen ist auf Rocket Beans TV, also rocketbeans.tv oder Twitch, /rocketbeans.tv, ist der Schauspieler von Jagan Hagar zu Gast. Wie heißt denn der auf Deutsch? Ich guck grad. Das ist ein deutscher Schauspieler, deswegen. Er wohnt auch in Hamburg. Ja, ich kann auch mal. Irgendwas mit Tom B. Gibt's hier ein Fullcast? Hier, achso. Warte, ich guck mal schnell. Ich weiß, ich habe mit meinem Cousin letztens drüber gesprochen. Tom Vlash Vlshiha. Weiß nicht, ob er ein A vergessen hat oder Tom Vlashiha. Jagan Hagar auf jeden Fall. Jagan Hagar. Wie gesagt, ist ein Deutscher, hat er schon mal bei Tatort mitgespielt, also deutscher geht's nicht. Und der ist zu Gast, also falls euch interessiert, ich weiß nicht, ob es live ist oder keine Ahnung. Aber es wird die Game of Thrones Folge, die was wir gerade eben, also Folge 4, wird dort auf Deutsch geschaut, auf Deutsch, zusammen mit Commentary halt, also quasi. Genau, also könnt ihr die umsonst nochmal gucken, die Folge. Das ist jetzt mal Werbung. Für die Rocket Beans. Für die Rocket Beans. Ja. Gut. Also auf jeden Fall haben sich dann, hat dann die, diese Karls, das Karl-Zug-Dorf-Armee, hat dann gesehen, oh scheiße, die lebt noch, die ist wie halt früher schon, die haben ja das Feuer gehuldigt, auch der Karl Drogo, der wollte ja verbrennen, also nachdem, nee, ich glaube, die sollte verbrannt werden, nachdem Karl Drogo tot war, ja, mit ihren Eiern, ja, hat ja dann überlebt, die Eier sind geschlüpft. Genau. Waren die ja auch schon, hoi. Auf jeden Fall hat Daenerys jetzt eine neue Armee, wieder von, mal. Von wie viel Leben haben sie gesagt? 100.000? 100.000, haben ja sie gesagt. Ich sag ja, die kann einfach eine Brücke bauen, die sollen einfach alle sich so hinlegen, aneinander festhalten, auf dem Rücken oder so, dann läuft die da drüber nach Westeros. Das ist so, die braucht gar keine Schiffe mehr. Nee, das ist aber wirklich so. Ja. Also sie hat jetzt Marine, noch ein paar Anzahl. Normalerweise, theoretisch, gell, müsste sie die Königin werden, nach Armeegröße. Nee, die benutzt aber erstmal die Armee gegen die White Walker. Weil die kommen ja auch noch. Ja, aber die ist ja, die ist ja ganz... Das ist nämlich das aus dem Season 6 Trailer, wo du gesehen hast mit Bran. Das kommt in der nächsten Folge. Ich hab keinen Trailer. Ach so, das meinst du. Okay. Das war in der Promo drin, oder was? Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, sie ist zu weit südlich, um gegen die schon zu kämpfen, oder? Ist jetzt bestätigt, wie viele Folgen, Staffeln es noch so geben soll? Bei Rocket Beans hat Annabelle gesagt, weil die ist ja Experte, sollen es 8 werden, aber es wurde noch nicht bestätigt. Wie viel ist es jetzt? Die 6. Ja. Können wir welche Staffel wir sind. Ja, das ist... Schauen wir mal. Es wäre realistisch, 8. Außer sie ziehen es noch weiter auf 9, 10. Die haben so viele 10. Stränge. Deswegen, ich denke mal 8 bis 10, mehr gibt es nicht. Die Sparrows, die sind dann jetzt diese Staffel dann fertig irgendwann. Entweder in den nächsten 3 Folgen oder auch in Folge, ja, in Staffel, ich denk, Folge 9. Ich denke, die Staffel werden sie nicht überleben. Ja. Dann. Außer einer, der Lannister. Der wird vielleicht, weil er ein Lannister ist. Die haben sich das noch da oben eingeritzt, oder? Ja, aber vielleicht ritzen sie sich dann was anderes da rein. Sonst einfach ein X drüber. Ja, bin gehalt. Ja, wie so ein Tattoo so übermalen. Es gibt noch viel zu viele Sachen. Ich glaube nicht, dass da 2 Staffeln reichen. Ich weiß es nicht. Ich sag, es ist ja nur ein Gerücht, also es ist nicht bestätigt. Ah. Ich meine, es hat ja schon viele von so Büchern gebraucht, um 5 Staffeln abzudecken. Ja. Also, naja, schauen wir mal. Haben sie eigentlich aus den Büchern viel rausgelassen? Oder haben sie viel reingemacht? Das ist ja in die Serie. Ja, ja. Da haben sie halt ein paar Charaktere, Storylines zusammengelegt, da gab es halt mehr Charaktere. So musst du dir das vorstellen. Okay. Die halt, die aber du hast auch Harry Potter gelesen, oder? Und weißt, ja, wie die Filme danach aussahen. Die haben viel weggelassen. Ja. Das ist die Frage. Ob sie das bei Game of Thrones ja, das müssen sie erst. Also die haben, wie gesagt, zusammengelegt. Manchmal ein paar wichtigen Stränge haben sie auch einen Charakter. Okay. Charakter, wie du es nennen möchtest. Gelegt. Okay. Ja, ja gut. Aber es gibt auch Sachen, die sind nicht dabei. Aber sie haben es nicht schlecht gemacht. Nö. Okay, ja, dann ist okay. Sonst hätte die keine 9,5. Ja, ich weiß. Aber die Bücher sind meistens besser als die Filme bzw. Serien. Ja, das ist auch jetzt so. Bei Harry Potter war das ja auch so.
Ja, die Harry Potter-Filme zum Vergleich haben eine Bewertung von 7,5 oder so, nachdem die Leute auch die Bücher gelesen haben. Die Bücher waren hatte 9,5. Ja, die Bücher waren halt auch schon richtig gut. Ja. Das ist ja wieder der Spoiler. Es ist halt die Frage, was die Daenerys wieder tut. Geht wieder zurück nach Marine, wie gesagt. Denkt sich, oh ja, der Tyrion hat es geregelt. Ja, lauft die jetzt, oder reitet die jetzt mit dieser ganzen Armee nach Marine? Oder? Okay. Das chillt auch doch noch da. Ich weiß nicht. Und lässt Marine zu sich kommen. Ich werd die Scheiße da jetzt drauf. Warum ist gut, dass Tyrion das mit 7 Jahren geklärt hat und dann fuck das shit. Okay, das würde mich auch nicht wundern. Ich weiß aber, irgendwas muss ja passieren mit denen jetzt. Weil die hat jetzt eine große Armee wieder und soll jetzt mit der ganzen Armee darüber laufen. Ich meine, währenddessen kann sie ja wieder die alten Städte da nochmal Endsklave. Nee, ich glaube, das ist der jetzt egal, wenn Tyrion das gemacht hat. Die hat ja jetzt. Ja, das weiß sie ja nicht. Ja, die ist ja nur nicht nach Westeros mit dem Schiff gefahren, weil da die Sklavensituation war. Ja. Ja, der Tyrion sagt ihr das dann, alles okay, kein Stress. Ja, da muss sie ja erstmal da hingehen. Post. Post? Ja. Aber er weiß ja gar nicht, wo die ist. Das stimmt auch, ja. Dann geht also es ist ein weiterer. Wie lange hat sie denn gebraucht? Jorah geht zurück. Wie lange hat sie gebraucht von dort nach Marine das letzte Mal? Mit weniger Menschen. Nur Sklaven. Das waren auch 2 Staffeln, oder nicht? Ja, stimmt. Aber die skippen das jetzt schon ein bisschen. Ja, das will ich hoffen. Aber die muss jetzt nicht unbedingt wieder nach Marine zurück. Vielleicht ist das ja näher an Westeros, dann passt das. Aber ich glaube, Marine liegt am Meer, das heißt, die müssen übers Meer. Gut, du hast die Promo gesehen. Was denkst du, was jetzt kommt, ohne mich zu spoilern, weil ich habe die Promo nicht gesehen. Worauf es jetzt hinausläuft in der nächsten Folge, so ungefähr. Alles, was wir hier angefangen haben, wird weitergeführt. Also ich glaube, alle Charaktere, die man jetzt gesehen hat, werden nochmal kurz gezeigt. Okay. Und Arya hat man nochmal gesehen. Die kriegt ihren Auftrag. Okay. Also sah so aus, als hätte sie einen Auftrag bekommen. Mhm. Ja, gut. Josh hat mir geschrieben gestern, als wir weg waren, sie hat es wieder getan. Wahrscheinlich hat Josh dann gemeint, denn er hat ihre Puste gezeigt. So ist Josh. Gut, danke Josh. Sie hat es wieder getan. Ja. Das Einzige, was passt, ist ihre Puste. Ja, ich überlege gerade, sonst passt nichts dazu. Sie hat es wieder getan. Danke Josh. Super Josh. Danke für den Spoiler. Das war ja kein Spoiler, aber ich dachte, es wäre halt was Sinnvolles. Ich habe immer so gedacht, oh, hol die mir jetzt andere jetzt noch einen wieder, oder... Ja, stimmt, das hätte eigentlich auch gepasst. Aber, nee. Gut. Hast du noch was zu sagen? Also haben wir irgendwas vergessen bei der Folge? Ich glaube nicht. Stimmt, aber weiß ich nicht. Ja, aber wir haben alles erwähnt, glaube ich. Mir fällt jetzt nichts anderes ein. Littlefinger haben wir gehabt. Ah. Ja, doch. Wir haben, glaube ich, alles abgearbeitet. Ja, ich glaube schon. Ja, gut. Die Wertung, was gibst du da? 8. 8? Oder 9. Also ich gebe eine 9, sage ich jetzt schon mal. 8 oder 9. Dann kannst du mir hier sagen... 9,3 hat sie. Auf IMDb hat es 9,3. Also wie gesagt, ich gebe eine 9. Ich gebe eine 9. Okay. Es ist eine typische Game of Thrones-Folge. Ich sag's zwar, glaube ich, bei jeder Folge, aber ich gebe, glaube ich, erst in Folge 8, 9, 10 gebe ich eine 10. Wahrscheinlich. 9 und 10 wahrscheinlich. Und die 8 vielleicht. Vielleicht. Ansonsten bekommen alle Folgen von mir eine 9. Außer die verkacken es wirklich richtig. Aber das machen die nicht. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das verkacken. Wie denn auch. Ja, gut. Gut. Dann die Situation wegen meinem Urlaub. Ist ganz wichtig. Ich bin von 23. Mai bis 1. Juni bin ich weg. Das heißt, es sind 2 Folgen betreffend. Naja, die zweite kann man dann einen Tag später gucken. Also Donnerstag oder 2 Tage später. Ja, gut, aber ich werde höchstwahrscheinlich meinen Laptop mit in den Urlaub nehmen. Und dann können wir das von über Skype-mäßig dann den Recap machen. Mhm. Er kommt dann wahrscheinlich nicht am Dienstag raus. Und ist dann halt ein bisschen kürzer. Und ist ein bisschen kürzer. Nicht, dass du 2 Stunden quasi verschwenden willst vom Urlaub. Für 1 Stunde Game of Thrones gucken. Wenn, dann würde ich mich eh abends hinsetzen und Game of Thrones gucken und dann dir Bescheid sagen, dann mache ich den Recap. Mhm. Also, ich will mich nicht mittags... Was, wenn es da kein WLAN gibt, kein Gescheites? Ich war in dem Hotel schon. Achso, also du warst da schon. Ich weiß zwar nicht, was für eine Rate die haben. Deswegen will ich auch das Bild... Die Qualität vom Bild so richtig schlecht machen, wie es noch geht. Dass es ganz klein wird, die Folge. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, es geht halt jetzt nicht anders da. Ich weiß nicht, ob du den Kommentar gelesen hast vom Morning Talk. Vom Samstag. Ich glaube, du hast ihn gar nicht geguckt. Ich hab den nicht geschaut. Ich weiß den Namen gar nicht mehr von dem. Der hat geschrieben. Ist auch egal. du bist egal, hat er gerade gesagt. Ich hab nicht gesagt, egal. wo war's denn? Was sieht die hier?
habe keine Ahnung, ich gucke einfach mal. Hallo, nein! So. Ari Kuto heißt er. Ja, genau, hier. Hier, ab hier kannst du lesen. Das ist Tobias, heißt ich. Heißt Tobias, ja. Ist egal, lese nur das. Mit dem führst du den Kanal denn alleine, bla bla. Ja, tut er. Rikuto. Willkommen auf dem Nein. Und wirst wieder Skype oder irgendjemand, was Internet noch zugeschaltet. Stimme reicht ja aus, ja. So zugeschaltet könnte dann auf keinen. Nein. Kanal hochladen kannst du ja selbst dann, quasi. Mit was? Ich, was? Wenn du das aufnimmst über Skype, kannst du es ja selbst hochladen aus Teneriffa. Ja. Ja. So, hast du den Kanal alleine für das, weiß ich nicht mehr. Eigentlich sind wir mit 300 gar keine. Kann ich googeln, aber du machst es ja sowieso, oder? Das mit dem Codieren kann ich ja googeln, aber ich glaube nicht, dass mein PC das schafft. Das habe ich gesagt in dem Morning Talk. Also, nee, ich glaube, mein PC ist, also es wird schon klappen, aber wird dann halt 12 Stunden dauern. Das heißt, ihr seht es dann, wenn er wieder aus dem Urlaub da ist. Ja, ja. Darum bringt es nichts. Ey, wie gesagt, ich nehme den Laptop mit, wir machen es dann. Also, OBS könnte er ja ganz einfach aufnehmen. Ja, Video wäre schon schön codiert, ihr könnt das direkt hochladen. Alle Abonnenten, Zuschauer werden sich freuen. Ihr freut euch auch so. ja, also ich sehe da jetzt keinen Grund, deswegen extra hier reinzukommen oder deinen PC zu klauen, damit es schnell geht. Ja, ich glaube, mit deinem Laptop geht es schneller als mit meinem PC trotzdem noch. Ja, also, ja, mein Laptop ist zwar auch nicht mehr der neueste. Folge halt statt abends, halt nachts irgendwann, dann könnt ihr es auch schon am nächsten Morgen, wie heute quasi, kommt die Folge dann. Dienstags, einfach. Ja, ja. Ja. Ich sag, ich kann es nicht sagen, ich werde es Montag, ich werde es mir dann auch nicht in HD angucken können, weil mein Laptop packt das nicht so richtig, deswegen gucke ich es dann halt in einer anderen Quelle. Muss mal gucken, auf welchen Netflix-Link du das schaust. Also. Ja. 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 Gut. Ja. Und wie gesagt, also wie gesagt, wir machen dann eine Skype-Schaltung, du bist oben, ich bin unten oder was weiß ich. Du bist weg und ich bin oben. Ja. Genau. Und dann gucken wir uns gegenseitig, hast du eine Webcam? Nee. Nein. Ich kann ja auch mit Ton. Nee, dann kennt bestimmt die Webcam. Dass man uns beide sieht. Das will ich schon haben. Okay. Ja. Das ist mir die Webcam. Ja. Ja. Yeah. Genau. Gut. Und dann passt es. Und dann, ja, wie gesagt, kommt ein paar Tage später dann raus. Dienstag, Mittwoch, keine Ahnung. Montag höchstwahrscheinlich nicht. Ja, gut. Ist ja auch zu Recht. Auch wir hast ja Urlaub. Ja. Normalerweise wäre es auch nicht schlimm, wenn du es gar nicht machst. Nö, oder nachträglich halt so. Dann. Dann wär's halt so. Dann machst du halt notfalls machen wir, wenn es nicht klappen sollte, da aus irgendeinem Grund. Hast du ja Twitter und Facebook, könnt ihr ihm ja folgen. dann machen wir einfach ein Recap zu Folge 5, 6 und 7 von mir aus. Können wir alles zusammen machen. Das ist halt dann eine 2-Stunden-Folge, da kann man sich das. Ja, ja gut, das die würde ich dann wahrscheinlich schneiden, dann oder so. Jeweils extra rausbringen. Also das ist jetzt kein Problem. Ich sag, das wird schon hinhauen irgendwie. Wenn nicht, überlebt ihr auch eine Woche. Genau, falls es nicht. Dafür ist Urlaub ja da. Falls es nicht klappen sollte, dann schreibe ich euch auf Facebook, Twitter, was weiß ich. Ja, wie ist denn der Link? Damit ich dir folgen kann? Bracalone. Okay. Überall Bracalone und nee, Twitter auf, ist. Auf Twitter auch. Auf Bricker. Auf Bricker ist es. Auf Bricker ist es Twitterlone. Auf Twitter ist es Bracalone und diesen Unterstrich da. Weil schon jemand Bracalone genommen hat, dieses Arschloch. Aber stimmt. Den könnt ihr hassen ab heute. Sehr gut, dann hält mir den. Gut, dann. Ich melde mich, ich habe jetzt erstmal Urlaub. Danke, haut rein. Tschüss. Tschüss.